Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hagenbeck muss 10 Kilo abnehmen. Worum es in der heutigen Folge geht, das seht ihr jetzt. Ja, ich muss immer noch 10 Kilo abnehmen und habe in den letzten Wochen verschiedene Menschen getroffen. Ich war also zum einen bei meinem Hausarzt, habe mich darüber informiert, wie man am besten sinnvoll abnimmt. Wenn ihr das verpasst haben solltet, schaut euch die erste Folge nochmal an. Das war wirklich sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Dann war ich bei einer Rohkostberaterin, habe mir da mal zeigen lassen, was kann man eigentlich machen, wenn man sich gesund ernähren möchte. Und da habe ich festgestellt, dass das in Teilen und in Ansätzen für mich auch ein sehr interessantes Konzept war. Last but not least war ich im Fitnessstudio und habe mir da mal so ein paar Übungen zeigen lassen und bin da auch zu dem Entschluss gelangt, dass ich jetzt etwas mehr für meine Fitness tun möchte, weil ich erkannt habe, dass man ohne Sport, nur über Ernährung, schon sehr, sehr schwer an sein Ziel kommt und vor allen Dingen auch nicht nachhaltig. Wie setze ich das, was ich jetzt vorhabe, um? Viele von euch kennen das sicherlich. Jeder von uns hat so eine Blockade im Kopf, der innere Schweinehund. Wir sind eigentlich eher so, also die meisten, ich rede jetzt nicht für alle, aber für die meisten sehr wahrscheinlich, dass wir sagen, wir versuchen Ausreden zu finden. Ja? Also wir versuchen eine Situation herbeizuführen, die uns in die Lage versetzt zu sagen, ach, heute kann ich leider keinen Sport machen. Ach nee, heute ist eigentlich schlecht, mich gesund zu ernähren, weil das und das und das und das. Und das sind alles nur faule Ausreden. Wie setze ich es um? Wie kann ich mich selbst motivieren, das Ganze, was ich in den letzten Wochen erfahren habe, umzusetzen? Da kommen meine Freunde vom Blackbox-Protokoll ins Spiel. Das sind drei Jungs aus Berlin, München und Köln, die sich zu einem Projekt zusammengeschlossen haben, die so ein bisschen die Psyche der Menschen ergründen und dazu auch Seminare geben und die Hypnose machen. Also die haben mir dankenswerterweise ein Hypnose-File zur Verfügung gestellt, mit dem ich mich selber motivieren kann. Die haben mir erlaubt, dass ich dieses File für euch zur Verfügung stellen darf. Das heißt, ich werde mir das jetzt gleich reinziehen und ihr könnt da mithören und ihr könnt euch das selber, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, dass ihr etwas erreichen wollt, könnt ihr euch das zunutze machen und mit diesem Hypnose-File euch selber so ein bisschen motivieren. Wenn ihr mehr zum Blackbox-Protokoll erfahren wollt, dann blende ich euch jetzt hier mal die Adresse ein. Und ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Ich lege mich jetzt mal hier eine Runde hin, ne? Kommt einfach mal mit und dann geht's los. Cheerio! Du kannst deine Augen schließen, wenn du es magst. Atme tief und entspannt ein und noch tiefer alle Anspannung aus. Einfach loslassen, so wie es für dich am besten ist. Weil du besser als jeder andere weißt, wie du selbst funktionierst. Mit jedem Atemzug entspannst du mehr und mehr. Und je mehr du dich entspannst, desto mehr merkst du, wie du dich auch mehr und mehr fallen lassen kannst. In diesen wunderbaren, schwerelosen Zustand. Jedes Wort, das du hörst, und jeder tiefe, entspannte Atemzug bringt dich tiefer und tiefer in diesen entspannten Schwebezustand. Schwerelos und vollkommen gelassen.
mit jedem Heben der Brust beim Atmen und jedem ruhigen Schlag deines Herzens. Und du genießt dieses angenehme, gelassene Gefühl. Und je tiefer und entspannter du atmest, je ruhiger und entspannter dein Herz schlägt, desto mehr kannst du dich fallen lassen und desto mehr entspannst du dich. Und so wie dein Körper entspannt, über die Beine, die Arme, Rücken und Nacken, so wird auch dein Kopf immer freier und klarer. Vielleicht folgt deine Wahrnehmung, dein Bewusstsein jetzt noch meinen Worten. Vielleicht hört es und denkt es. Oder lässt es einfach geschehen. Und vielleicht merkst du, wie dein Körper, während er sich mehr und mehr entspannt, kleine Bewegungen zeigt. Unwillkürlich, fast unsichtbar. Vielleicht ein kleines Zucken eines Muskels, das dir zeigt, wie entspannt du schon bist. Und je mehr du merkst, wie dein Körper sich fast schwerelos entspannt und dein Bewusstsein ihm langsam folgt, in vollkommener Gelassenheit. Desto mehr merkst du, wie dein Geist, dein Denken scheinbar ziellos zu schweben scheinen. Mal hierhin, mal dorthin. Mal zuhören, mal abschweifen. Irgendwohin. In dieser vollkommenen, gelassenen Entspanntheit, in der hier und jetzt nichts wichtig ist, außer deinen Gedanken, die auf die Reise gehen. Irgendwohin. Von ganz allein, wohin sie wollen. Und Gedanken kommen und gehen an Dinge, die dich beschäftigen. Die dich für einen Moment wieder dichter an die Oberfläche deines Bewusstseins bringen. Bis du merkst, dass es viel einfacher ist, sie einfach ziehen zu lassen. Weil es viel einfacher ist, die Gedanken eben gehen zu lassen, ihnen zuzusehen, wie sie verblassen, entschwinden. Wie sie zwischendurch vielleicht noch einmal näher kommen, wie fallende Blätter, die im Wind kreisen, die mal näher kommen, und sich wieder entfernen, bis sie irgendwann ihres Weges gehen. Wie luftige weiße Wattewolken, die sich an einem blauen Himmel bilden, die ihre Form ändern, nur um irgendwann zu vergehen, sich aufzulösen am Himmel
von ganz allein mit der Zeit. Und je mehr die Blätter verwehen, Wolken sich auflösen, desto tiefer sinkst doch du tiefer und tiefer in diesen wunderbaren, gelassenen und entspannten Zustand. So ist es gut. Und so wird es auch immer einfacher, immer aufmerksamer, Dinge wahrzunehmen, die ansonsten oft übersehen werden oder ignoriert. Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen. Und die Veränderung deines Bewusstseins. Und doch ist all das eigentlich zu mühsam, um sich darüber Gedanken zu machen. Weil selbst die geringe Anstrengung, die es bedeutet, bewusst den Klang meiner Stimme wahrzunehmen, oder die Bedeutung meiner Worte, weil selbst das zu mühsam ist. Zu mühsam, um sich bewusst Gedanken zu machen. Es ist so viel leichter, einfach zu entspannen und alles gehen zu lassen. Vielleicht kommt manchmal ein Gedanke noch einmal wieder nach oben, ein kleines Stück zurück, näher zur Oberfläche, manchmal ein wenig. Doch das ist vollkommen in Ordnung, genauso wie es für dich kommt und geht. Während dein Unterbewusstsein fortfährt, deine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu erkunden. Denn jetzt, in diesem vollkommen gelassenen und entspannten Zustand, bist du mehr und mehr bei dir selbst. Alles andere ist jetzt nicht wichtig. Nicht jetzt. Und du merkst, dass du etwas für dich tun kannst. Du kannst Einfluss nehmen auf dein Leben. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, weil es sich bergauf nun einmal mühevoller läuft. Oder wenn der Wind von vorne weht. Manchmal macht es das schwer, das kennt jeder. Natürlich ist es bergab einfacher. Natürlich kann man sich umdrehen und mit dem Wind laufen. Aber es ist eben auch die andere Richtung. Es ist die einfache Richtung. Aber ist es die Richtung, in die du möchtest? Niemand gibt dem Berg die Schuld, dass er da ist. Und jeder weiß, dass es keinen Sinn hat, dem Wind böse zu sein, weil er aus der Richtung weht, in die wir wollen. Der Berg steht da, wo er immer gestanden hat, und der Wind tut, was er tut. Wir können die Richtung ändern, aber wenn das Ziel in Richtung des Berggipfels liegt oder in der Richtung, aus der der Wind kommt, dann kommen wir eben nicht da an, wo wir hinwollen, wenn wir uns umdrehen und den leichten Weg nehmen. Manche Wege sind, wie sie sind, leicht oder schwer. Sie sind, was sie sind. Und es hat keinen Sinn, böse auf einem Berg zu sein oder den Wind persönlich zu nehmen. Manche hoffen zwar, dass es keinen Gegenwind mehr gibt, aber sie wissen, dass es das wahrscheinlich wieder tun wird. Denn das gehört dazu.
auch wenn man nicht weiß, wann und wo und wie viel. Aber man weiß, dass es so ist. Wie Menschen, die auch mal Fehler machen oder die falschen Dinge tun oder schlechte Gewohnheiten zur Regel werden lassen. Es ist einfach ihre Natur. Und niemand gibt sich die Schuld, den Berg in den Weg gestellt zu haben oder den Wind verursacht zu haben. Wenn ich das Ziel kenne, dann ist der Weg, was er ist. Man freut sich, wenn es irgendwann leichter wird. Und das wird es immer, irgendwann. Denn auch das ist das Leben. Und jetzt, da die Gedanken ganz leicht kommen und gehen, könntest du bemerken, dass auch du wie alle Menschen eine Stimme in deinem Kopf hast. Wie ein motivierter Ratgeber eines bequemen Königs in seinem eigenen Reich. Eines bequemen Königs, der es angenehm findet, das, was ist, hinzunehmen. Weil Änderungen anstrengend sein können und mühsam. Und weil der Ratgeber, die Stimme im Hintergrund, der Ratgeber, der die Geschäfte führt, es immer ehrlich und gut meint, auch wenn er nachdenklich ist, grüblerisch oder traurig oder ärgerlich oder immer kritisch, besonders mit dir selbst. Dem König deiner Welt. Der Ratgeber in deinem Kopf, der sagt, dass Dinge, die du tust, irgendwie so sein sollten oder so nicht sein sollten. Der dich leitet, aber manchmal auch zu Dingen, die du eigentlich nicht möchtest. Die du eigentlich lieber anders machen würdest. Dich aber dennoch aus Gewohnheit nicht zu sehr damit beschäftigen magst, weil es zu mühsam ist. Dieser Berater, der im Hintergrund deines Bewusstseins flüstert, manchmal unbemerkt oder meistens. Der glaubt, das Richtige für dich zu tun, aber du weißt, dass das so nicht stimmt, dass es nicht so einfach ist, dass andere Entscheidungen doch manchmal besser wären. Und du könntest denken, diese Stimme bist du. Bist du auch zum Teil, aber eben nur ein Teil, der irren kann. Auch wenn der König in seinem Land es genießt, es laufen zu lassen, wie es immer lief, aus Bequemlichkeit, auch im Bewusstsein des Fehlers, des Irrtums. Obwohl wir natürlich wissen, dass das so nicht sein muss. Dem Berater muss nur erklärt werden, was sein soll und wie es sein soll. Er muss nur verstehen, was das Ziel ist und was der Weg. Dann stimmt die Richtung. Es kostet nur die Mühe, dem Berater zu erklären, gründlich und ausführlich, was der Weg ist und was das Ziel. Dann steht alles offen und du bist ein Teil davon. Du bist ein Teil des Zieles und des Weges. Eines neuen Weges, eines besseren. Nur dadurch,
dass du dich nicht mit der gut gemeinten, aber doch ungünstigen Arbeit des Beraters zufrieden gibst. Aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit oder Mutlosigkeit. Doch es ist ganz leicht, ihm deinen Wunsch zu erklären, denn er will verstehen, ändern, wenn du es willst, in etwas, das dir entspricht, deinem ehrlichen Ich, so wie es ist, nicht so, wie andere es wollen, nur dadurch es zu tun, in deinem Kopf, jetzt. Und alles Zweifeln wird ersetzt durch die gelassene Gewissheit, dass nun das Ziel stimmt und der Weg dein eigener, deine Stimme, dein Ratgeber, der dir sagt, dass es gut ist, dass es vorangeht, dass du deine Stärken schätzen kannst. Denn du hast alles, was es dafür braucht. Alles ist bereit. Jetzt. Denn du kannst Fehler machen, aber du weißt immer, dass du gesichert bist. Und das Einzige, was du tun musst, um einfach glücklich zu sein, ist du zu sein. Nicht jemand anderes. Nicht jemand, den ein anderer haben möchte. Du sein, um glücklich zu sein. Wenn dir klar wird, wie sicher du eigentlich bist, wenn du nur kurz innehältst und darauf achtest, was bereits jetzt schon alles an seinem Platz ist. All die Sicherheiten, die du benötigst, die es sicher machen, loszugehen. All die Fähigkeiten, Möglichkeiten, weshalb es vollkommen in Ordnung ist, nicht endlos zu zögern, sondern zu tun, was immer du tun möchtest, und dich über die Möglichkeiten zu freuen, jeden Tag nach den Sternen zu greifen, warum nicht? Immer neue Erfahrungen zu machen, mit Freude am Leben und all deinen Möglichkeiten. Bevor du zurückkommst in deine ganze, vollkommene, bewusste und erfrischte Wachheit, kannst du all diese Gedanken und Erfahrungen und all diese Klarheit nutzen. Nutzen, dir mehr und mehr all die Dinge ins Bewusstsein zu holen, die dich voranbringen werden. All das Gelernte, deine Fähigkeiten und deine Stärken. Und auch vieles, das du vielleicht bislang übersehen oder nicht genug beachtet hast. All das, was dir eine neue Perspektive auf dein Leben ermöglicht, all die Möglichkeiten für neue Wege des Denkens und Fühlens und der Dinge, die du tust. Denn du bist immer, wer du bist, mit deinen Schwächen und deinen Stärken. Und du lernst an all dem, was du erlebst. Dir deine Zeit, all die Zeit, die du brauchst, zurückzuschauen und nach vorn.
wie bewusst oder wie unbewusst das geschieht, um mehr und mehr du zu sein. Denn in einigen Momenten, wenn du wieder zurückgleitest und hier bist, dann ist es vielleicht interessant für dich zu wissen, dass in diesem schwebenden, entspannten Zustand, in dem die Gedanken vorbeischweben wie Träume, die kurzzeitig in dein Bewusstsein dringen, nur um dann weiterzuziehen, während andere zurückbleiben, um später noch einmal Verwendung zu finden, und andere nur Erinnerungen bleiben. Manche nur für eine Weile, um sich dann mehr und mehr zu entfernen, vergessen mit der Zeit. Und die gesamten Erfahrungen, so weit entfernt sie auch scheinen, wenn dein Unterbewusstsein sie vor deinem Bewusstsein verbirgt, doch sie bleiben zurück, die Erfahrungen, die Lehren, die Stärke, die sie brachten. Vielleicht verborgen, vielleicht irgendwann halb vergessen, aber doch nicht ganz erinnert bei Zeiten. Und wenn nun dein Unterbewusstsein dich nach und nach wieder mehr und mehr wahrnehmen lässt, kommt auch dein Bewusstsein langsam wieder mehr und mehr an die Oberfläche. In der Zeit, die für dich die richtige ist. Und du atmest langsam tief ein. Frischer Sauerstoff erfüllt dich. Klarheit, ganz leicht und selbstverständlich. Er durchströmt dich. Dein ganzer Körper ist entspannt, selbstverständlich, leicht, gelassen. Und erfrischt. Von den Füßen über den Rücken und Nacken bis zum Kopf. Und die Welt ist nicht anders, aber du siehst sie klarer nach vorn, so wie sie ist. So wie sie sein muss, so wie es geht, von ganz allein, mühelos. Während du wieder mehr und mehr Dinge um dich herum bewusst wahrnimmst, deinen entspannten Körper, das Geräusch meiner Stimme, die verschiedenen Gedanken und Gefühle. Während das Bewusstsein vollkommen gelassen wieder aufsteigt, zurückkommt und deine bewusste, wache Aufmerksamkeit bereits fast vollkommen wieder da ist. Ausgeruht. Erfrischt, angenehm wach, voll gelassener Energie und Vorfreude auf alles, was kommt. Und du atmest noch einmal tief und entspannt ein. Und wann immer es richtig für dich ist, öffne die Augen. Willkommen zurück.